sind wir wieder. Ach, ist das schön. Und die Feuertonne ist warm wie Sau. So, ich mache mir jetzt... Jetzt sagst ein neues, du, dass es warm ist. Ja, es ist wirklich warm. So, ich beginne heute das Ritual gleich zum Anfang. Gefunden! Wann bringt deine Uschi eigentlich mal die Einweggläser weg? Liebster Daniel. Weißt du, was ich... Bevor du hier wieder anfängst, irgendwelche Wiederholungen zu starten. Ja, ist ja gut. Mir ist mal aufgefallen, ich habe denselben Hoodie an wie letzte Woche, ne? Ist mir vorhin schon aufgefallen. Deswegen riechst du so ein bisschen? Nee, deswegen eigentlich nicht. Aber das ist halt so mein Lagerfeuer. Deswegen nicht. Mein Lagerfeuer, Feuertonnen. Es ist ein bisschen frischer Hoodie. Ja. Hier sind nämlich so viele Wachsflecke. Ja, Wachs. Ja, ja. Drauf. Aber ist das, fandest du das frisch? Heute früh war frisch, 12 Grad. Ja, stimmt. Das heißt, du bist heute früh schon losgefahren hierher. Ich hab mich verfahren, genau. Ja. Nee, ich hab mich durchgefragt, ne? Hat so lange gedauert. Ja, keiner wollte mir sagen, wo du wohnst, weil ich kenn keiner. Genau, das weiß keiner. Nein, aber tatsächlich ist es, ich meine, du sitzt ja hier jetzt kurzärmlich, aber du sagst ja selber, es wird langsam frisch. Du hast ja hinter dir auch so eine tolle blaue Jacke an. Oh, ich habe mein breites Kreuz davor gelegt und ich dachte, du siehst es nicht. Vielen Dank auch. Mhm. Tolle Wurst. Ey. Schon okay. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich habe ausgeschlafen. Ich habe 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Ne? Das ist Luxus. Das ist echt Luxus. Aber ich gönne mir diesen Luxus. Aber war das wirklich Mittagsschlaf oder war das eher Nachmittagsschlaf? Ist auch egal. Ne? Muss ich ja schon wieder ins Detail gehen. Und schon wieder, nein, musst du nicht. Was nein, ist nein. denn? Nee, was ist denn bei dir Mittag? Von 12 bis 3 oder? Ja, ist das so? Ja, weiß nicht. Also ich esse eigentlich von 12 bis 3 und dann schlafe ich. Also ich war um, ich glaube, ich war um 13 Uhr zu Hause und habe mich um 14 Uhr hingelegt bis 16 Uhr. Und wann hast du gegessen? Davor. Ah, okay. Mhm. Also du hast gegessen, bevor du nach Hause gekommen bist? Nein, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ah, okay. Wie geht's dir denn? Mir geht es blendend. Ich weiß nicht, bevor du jetzt die Fehler der Woche rausholst, frage ich dich, hast du überhaupt einen? Muss ich jetzt auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe auch diesmal ganz viele, weil ich bin langsam, ich habe das Gefühl langsam, dass ich vergesslich werde. Siehst du, ich habe schon vergessen, warum du jetzt lachst. Ja, ja. Ne? Gut. Ja, egal. Nee, guck gerne nach, weil ich habe definitiv einen. Ja, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben, glaube ich. Die Betonung liegt aber nicht auf irgendwas. Oh Mann, ey. Ja, alles klar, das Ding war's. Alles okay. Klar, dann leg los. Ich lege mich entspannt. Hatten wir schon mal. Nee, ist wieder... Wie, jetzt hatten wir schon mal? Ja, ich habe mal wieder das Phänomen gehabt, dass ich zu früh aufgestanden bin. Nein, ja. Wie oft passiert denn das jetzt? Das ist schon fast einmal die Woche. Nein, ich weiß es nicht. Ich meine... Eine Stunde zu früh? Ja, ja. Zwei, es ist immer, es ist wirklich immer eine Stunde. Okay. Aber das ist meistens gekoppelt im Toilettengang. Zu viel Information. Nein, aber das ist ja im Endeffekt so. Ich meine... Okay. Das ist schon Wahnsinn. Und wahrscheinlich ist es dann die Motorik. Mhm. Dass du dann aufstehst, gehst in die Küche, machst einen Kaffee, fängst an, dich frisch zu machen und so weiter und so fort. Aber ich hab's halt gerafft. Ich habe es diesmal wirklich noch gerafft und habe gesagt, das heißt, stopp. Du warst doch nicht los. Ja, na, ich als allererstes gucke ich normalerweise auf die Uhr. Ja. So, und dann registriere ich, ob der Wecker gegangen ist, und bei mir läuft ja auch die Alexa, und das muss ich lernen. Das haue ich mir jetzt mittlerweile immer in den Kopf, ist der Wecker auch wirklich gegangen? Ja. Weil ich, wie gesagt, ja schon auf Arbeit stand und habe da dann erst registriert, ich bin eigentlich viel zu früh. Oder ich habe im LKW gesessen und es war viel zu früh. So. Ja, das ist natürlich... Also ich meine, wenn du es zu Hause mitkriegst, geht's ja noch. Ja, kannst dich hinhauen und freust dich natürlich, ne? Noch eine Stunde pennen. Ja. Also, aber wobei mir da mit dem Toilettengang tatsächlich was in den Sinn kommt, so ein typisches Ding, was wir nachher ja auch noch besprechen wollen, die Geschichte, ein typischer Fall von 10 Minuten, bevor der Wecker geht, musst du auf Klo. Ja, das ist... Ey, das ist so ätzend, oder was? Ich finde das... Naja, egal. Aber wir kommen später dazu. Ja, genau. Das war mein Fehl. Du hast auch einen. Ich habe auch einen Fehler der Woche, und zwar als Anschluss zum letzten Fehler der Woche. Mit der SIM-Karte und dem nicht vorhandenen WLAN bei meiner kleinen Uschi, die in Frankreich ist. Ja. Wir waren ja so clever und haben dann bei einem französischen Anbieter einen Tarif, den man monatlich kündigen kann, gebucht, ne, oder abgeschlossen.
Ja. Und haben dann logischerweise die Adresse angegeben, wo die SIM-Karte hingeschickt werden soll, wo also meine Uschi gerade wohnt. Okay. Oh, eine Muschi. Oh, eine Muschi. Jedenfalls ist in diesem Ort das ganz komisch. Dieser Ort besteht aus ganz vielen Straßen, so wie ganz viele Orte das tun. Aber da scheint es so zu sein, dass dort die Straßennamen alle relativ ähnlich klingen. Und ich habe natürlich einen falschen Straßennamen erwischt, mit der richtigen Nummer und dem richtigen Namen, aber einen falschen Straßennamen. Und so kam die SIM-Karte jetzt eine Woche lang nicht an. Die wäre schon längst da gewesen. Und ich will dir mal das Beispiel nennen. Die Familie wohnt in 5, ich weiß nicht, was 5 auf Französisch heißt, ja. Weiß ich, aber sage ich jetzt nicht. 5 Clos de Ham de El Prat. Ach, du Wahnsinn. So. De El Prat. Und das ist das Entscheidende. Das ist die richtige Adresse. Was ich angegeben habe, ist 5 Ham de El Prat. Also ohne Clos de dazwischen. Okay. Es gibt aber genau in dem Umkreis dort noch eine Straße, die heißt Hameau, auch mit der Nummer 5. Hameau de Ham de El Prat. Ham Rue de El Prat und Rue Hameau de El Prat. 5 Straßen, die fast so ähnlich klingen. Und jetzt musst du dir mal ungefähr vorstellen, du wohnst in Deutschland, in einem Ort wie hier, und in dem Umkreis, hier gibt es ja eine Mühlenstraße, gibt es außerdem eine Straße, die geht weg, die heißt, nee, Müllerstraße oder Mühlenstraße, die heißt dann Mühlenweg, die andere heißt Mühlengasse und die nächste heißt Gerd-Mühlenstraße. Ja. Das heißt, es klingt ja alles ähnlich. Gut, der Vorteil ist natürlich hier, der Postbote kennt fast jeden, der hier wohnt. Ne? Ja, aber ich frage mich gerade auch, hat der Familienname da nicht irgendwas? Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe meinen angegeben. Ach so. Und die haben extra meinen Namen noch auf ihren Postkasten geklebt. Ah. Mich kannte aber niemand. Ja. Das kam noch erschwerend hinzu. Okay. Es ist unglaublich. Ja, wer kennt das dich ist, schon? Das ist, also wer wenn, will dich vor allen Dingen kennen? Das war also der Fehl der Woche. Das war der Fehl der Woche. So. Aber hat sie es jetzt? Neu bestellt, hat nochmal zusätzlich 20 Euro gekostet. Ne? Ist ja klar, lassen sie sich vergüten. Aber die SIM-Karte ist jetzt endlich angekommen. Das heißt, die Mutter der Gastfamilie hat angerufen, hat gesagt, ja, bla 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 und das ist alles passiert und können sie nicht und tralala. Und ja. Auf Französisch? Natürlich. Du hast nichts verstanden? Nein, sie hat bei dem Telefonanbieter angerufen. Ach so. Ich hätte da niemals anrufen können. Okay. Naja. Krass, krass, krass. Die 250 besten Computerspiele aller Zeiten. Und bevor du, dann lasse ich dich in Ruhe. Kleine Frage vorneweg. Ja. In welchem Jahr ist FIFA 99 rausgekommen? Das hatten wir. Oh Gott, scheiße, ich bin nicht drauf angesprungen. Verdammt, ja. Platz 134. Fallout New Vegas aus dem Jahr 2010. Ich spiele das neue. Echt. Das neue New Vegas? Nee, das neue Fallout. Also. Ich weiß gar nicht, wie das heißt jetzt. Das habe ich angefangen zu zocken, bevor wir den Rechner gemacht haben. Ach so, nicht Fallout 4, sondern danach ist noch rausgekommen, ich weiß, welches du meinst. Wo du die Basis bauen kannst. Genau, genau. Und Verteidigung. Wo du dann auch tatsächlich wohl angegriffen wirst, dann immer regelmäßig. Mhm, ne? Genau. Ja. Also, ja. Aber das Spielprinzip ist ja überall ähnlich, das Atomkatastrophe. Ich fand's aber gut. Und man konnte das wirklich lange spielen. Ja. Also ohne, dass es langweilig wird. Ich muss mich woanders hinsetzen. Ja. Am besten hinter die Wand. Ja, ja, ja. Und andersrum. Mhm. Platz 133. Deus Ex Human Revolution. Deus Ex. Deus Ex, genau. Ja, das ist ja auch so ein Ballerspiel. Hast du das schon gespielt? Ja, ja. Aber angespielt nur, ne? Ja. Also es ist so ein Ding, was ich gespielt habe und dann so festgestellt habe, es ist ein Ballerspiel wie fast jedes andere. Ja. Und ja, die Story ist eigentlich auch fast eher so mit seinen Cyborg, tralala, was er kann. Und das ist echt ein guter Hinweis, weil das habe ich auch festgestellt, dass alle möglichen, das läuft ja unter Action-Rollenspiel, wobei ich mich frage, was das Rollenspiel an der Stelle. Man kann sich ja, es gibt für jedes Spiel sozusagen eine andere Welt, so, die immer überall ähnlich sind, mit anderen Begriffen. Das kannst du nicht alles spielen, du kommst da völlig durcheinander, es wird auch langweilig. Ja, und es ist nachher im Endeffekt auch immer dasselbe. Immer dasselbe, ja. Gibt einen Helden, der macht alle platt. Ja. Und, Ja, sticht nicht heraus, ne, aus der Masse. Du müsstest mal, ich glaube, ein Stückchen weiter reinkommen. Du sitzt schon wieder sehr am Rand. Ich komme mal weiter rein. Sehr schön. Sehr schön. Das war's jetzt wieder, 20 Zentimeter. Alle, die zuhören, denken, wer weiß, wo der reinkommen soll. So, Platz 132, Baldur's Gate.
Baldur's Gate. Aus dem Jahre 99. Das hört sich nach einem Sportspiel an. Ist tatsächlich ein Rollenspiel. Okay. Total bekannt. Total bekannt. Ich habe es aber nie gespielt. Sagt mir gerade gar nichts. Aber auch mit seiner eigenen Welt und, ja, und ich glaube Fantasy mehr. Hm. So in die Richtung. Ja. Keine Ahnung. Wo du gerade Fantasy sagst, ne, dieses Final Fantasy, das gibt ja jetzt ja schon, ich weiß gar nicht, 14 Folgen oder so. Ist das wirklich so toll? Muss es ja. Ich meine, das ist ja genauso wie die ganzen Leute hier auf diese, wie heißt diese japanisch, jetzt lynchen mich, glaube ich, alle. Wie heißt das? Manga? Manga oder Anime. Anime. Genau. Ja, Anime. 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 Genau. Das ist, ja, musste Fan sein und dann, glaube ich, geht's los. Ne? Wobei die letzten Teile wohl gar nicht mehr so schlimm waren. Also das war wohl schon ganz human, sodass auch normallos da reinkommt. Ich frage mich, ob das das auf Deutsch gibt oder ob das mit englischen Untertitel ist. Also Fakt ist jedenfalls, dass auf der Switch die letzten beiden Teile durch die Decke geschossen sind, das weiß ich noch. Ja. Das ist ja ein Nintendo-Only-Ding, so ein bisschen Final Fantasy. Hm. Und ich glaube auch auf der Wii und auf der Switch so eines der wenigen richtig guten Open-World-Spiele. Ja, okay. So. Dann kann man das vielleicht auch verstehen, ich weiß es aber auch nicht. Ja. Ich werde da auch nicht warm mit. Ja, ist nicht mein Ding. Apropos nicht warm, Platz 131, Ultima Online. Von Ultima gibt es ja ganz viele Teile. Auch Ultima so Rollen. Ultima oder Ultimate? Nee, Ultima. Ultima. Das ist ein ganz altes Rollenspiel. Das gibt es seit 1989 oder noch früher. Sagt mir nichts. So ISO-Sicht von. Und Ultima Online, jetzt überleg mal. Ultima Online ist im Jahre 1997 rausgekommen. Und das war schon ein reines Online-Spiel. Hm. Du hast den Client runtergeladen. Weißt du zufällig, worum es da geht? Nee, ne? Irgend so eine Gilde wie bei Warcraft ist das. So ähnlich. Ja, sagt mir gar nichts. Und das Interessante ist, wie gesagt, gibt es schon so lange. Die Grafik ist wahrscheinlich ultra schlecht. Aber die Server sind immer noch online. Hm, sonst wird es ja Ultima Offline heißen. Nein, also es gibt tatsächlich diese Server noch. Ja. Also es wird immer noch gespielt. 1997, überlegt mal, das sind wie viele Jahre? Viele. 1000. Letztes Spiel, 130, Platz 130, EVE Online. EVE, E-V-E. Ja. Weiß nicht. Hab ich gespielt, Raumschiff, ja, genau. Simulations-, Handels-, Wirtschafts-, überaus sehr, sehr aufwendig, detailliert, ja. Es ist mega. Und gibt's ja auch schon lange. 2003. Und es wird immer noch gespielt und es gibt immer noch, also mehr als World of Warcraft Leute, krass, die das spielen. Es ist, ich habe es immer mal wieder angefangen, aber das ist einfach zu aufwendig, zu krass. Ja. Du kannst ja alles machen und das ist vor allen Dingen, wenn du da irgendwas von Stufe 1 auf Stufe 2 bringen willst und das dauert in Spielzeit 3 Tage, dann dauert es auch wirklich reell 3 Tage. Ach Gott, also das echt? Haben die extra so gemacht, ja. Ach, Updates. Ja, ich frage mich immer, wer hat Zeit für sowas? Das ist, glaube ich, schon irgendwo die Herausforderung, finde ich. Das ist so, als wenn du FIFA spielst und du möchtest jetzt dein Ultimate-Team zusammenbauen und du willst unbedingt Manuel Neuer im Tor und der kostet aber eine Menge. Ja. Und du musst darauf hinspielen, dass du das Geld reinkriegst und dann zockst du. Ja, aber du musst auch Zeit dafür haben. Das können ja nur Studenten oder Arbeitslose Leute oder Schüler oder was. Impliziere ein Virus, nenne ihn Corona und nein, aber es gibt, weißt du das, es gibt genug Leute, die sich die Zeit einfach nehmen. Ja. Wie viele Nerds gibt's? Ja. Die zu Hause sind. Das ist ja nicht mal böse gemeint. Nee, genau. Ja? Aber jeder hat halt sein Hobby und wenn die da wirklich sagen, ey, ich freue mich total und jetzt ist hier der Equalizer oder der was weiß ich, die Kanone von Tralala, der Phaser, hat jetzt 6 Tage gedauert und ich krieg den heute und die fiebern so richtig drauf hin und haben den dann und können den anbauen oder wie auch immer. Ja, ist alles schön und gut, aber es ist alles nur temporär. Ja. Virtuell. Ja. Ne? Kiste ist aus. Richtig. Ja, stimmt schon. Aber du hast schon recht, jeder muss sein eigenes Ding machen. Ich hätte bloß die Zeit nicht. Aber gut, das ist. Dafür haben andere die. Ja. Ne? Ich habe tatsächlich heute früh, das ist krass, ich habe heute früh einen Marder im Parkhaus gesehen. Also ist jetzt natürlich ein krasser Umschwung jetzt, ne? Okay. Aber ich
was mich mal interessiert hat, das wollte ich dich fragen, und jetzt kommt mal wirklich die Unwissenheit dazu. Geht der immer noch an die warmen Motoren, an die Elektrik, ne? Oder? Bei warm, den Autos? Warm weiß ich nicht. Aber oder geht an, der in den... An die Elektrik, ja. Der tobt sich aus. Und ich glaube, das Schlimme ist gar nicht mal der erste Marder, der da drin ist, im Motorraum, sondern der zweite, der da reinkommt. Und das riecht, dass schon einer drin war. Und der spielt richtig wilde Sau. Okay. Also, bei ein paar Mal habe ich ein Klappern gehört und dann... Mein Schwager hatte mal einen in seinem VW-Bus, da ging dann die Bremse nicht mehr. Also der hatte Glück, dass da eine Hecke war. Ja. So. Denn ich habe ihn heute früh, habe ich ihn gesehen. Also der verschwand plötzlich, also ich gehe ja rein und das ganze Parkhaus fängt dann an sich, also geht dann Licht an, ne? Mhm. Beleuchtung schießt auf an und dann habe ich nur Klappern gehört, raus aus dem Auto habe ich bloß gehört und dann an mir vorbei, wutsch, raus aus dem Parkhaus. Aber nicht aus deinem? Nein, zum Glück nicht. Ja. Und da war so mein Gedanke, das Auto mal doch lieber ins erste oder zweite Obergeschoss zu stellen. Also ich sag mal, du verringerst die Wahrscheinlichkeit, aber die geht nicht gegen null. Also der kann ja auch hochlaufen. Der riecht das wahrscheinlich. Ja. Ich meine, wenn ich mich heute Abend da hinstelle und parke und ich gehe morgen früh um 2 aus dem Haus und das Auto ist kalt. Vielleicht ist da irgendeiner aus einer Nachtaktion gekommen und das hat noch ein warm gefahrenes Auto oder so. Man sagt ja, wenn er einmal drin war, geht er immer wieder rein, ne? Weil wie du sagst, er riecht es. Ja. Er riecht auch sich selbst. Dann weil mich hat es bloß interessiert, weil ich den da langkuschen sehen habe. Du guckst ja doch, es ist eine Katze oder irgendwas sowas, aber das war definitiv ein Marder. Ich hatte meinen Volvo in dem Großen mal einen. Du hattest mal einen Volvo? Kein Marder? Nein, aber der hatte sich in dieser zwischen Motorraum und Innenfahrgastzelle ist ja sehr, sehr viel isoliertes Zeug, sowas. Weiß ich nicht, sieht aus wie Glaswolle oder sowas. Oder Bauschaum. Irgendwie, da hat er sich richtig ausgetobt. Also das sollen ja welche auch im Radkasten so, ne? Ja. Nisten und machen und tun, also. Ja. Krass. Ja, ist schon ziemlich bitter, glaube ich, in dem Moment, wo dann irgendetwas nicht mehr funktioniert am Auto, wie was Wichtiges, wie die Bremse. Morgens oder zur Arbeit oder sowas, ne? Und dann geht da nichts mehr. Ja. Boah, die Reparaturkosten, ey, nee. Und er kommt, wie gesagt, immer wieder. Du kriegst den Geruch. Der Mensch riecht das nicht unbedingt, aber der Marder riecht das, kommt immer wieder. Habe ich das mit der Taube erzählt? Das hatte ich die letzten Tage mal. Die da so Kamikaze auf mein Auto zu ist? Nee. Da im Parkhaus nisten ja auch Tauben. Ja. So, und das jetzt nicht gerade wenig. Jetzt nicht 100, aber so 10. 99. Stimmt, ja. Und ich bin ins Parkhaus gefahren, geparkt und so Hände voll und die flog dann schon weg so, ne? Und wie gesagt, ausgestiegen, Tür zu. Und geh 5 Meter und hör bloß so. Bob, dreh mich um, sitzt sie auf meinem Dach. Was? Und ich so, du blödes Vieh, alles hingestellt, hin, weggescheucht, sie aufgeflogen wieder. Ich hin zu meinen Klamotten, hörte ich wieder aufs Dach. Ich so, Alter, spinnst du oder was? Ich wieder zurück, wieder zum Auto. Ich die weggescheucht und stehen geblieben. Hat die sich 5 Meter vor mein Auto hingesetzt und hat mich blöd angeguckt. Ja. Ich denke, was bist du für ein freches Vieh? Wie Hitchcock, die Vögel. Ja. Oh, geil. Hab die dann wirklich so verscheucht, dass sie rausgeflogen ist, ne? Ja. Aber ich könnte wetten, die kam 5 Minuten später. Die hat gewartet, bis ich oben bin. Ja, Tauben sind auch unglaublich. Du unglaublich kriegst penetrant. Die Kacke kriegst du ja nicht aus dem Lack, ne? Das ist das. Also du musst zusehen, dass du das so schnell wie möglich Tage oder Wochen darfst. Das frisst sich rein, weil da eine Säure drin ist oder sowas, ja. Und durch das Licht, durch die Sonne, ja, wird das ja noch schlimmer. Aber das ist schon krass. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, gut, einige Menschen haben das, die müssen jedes Mal nach dem Klogang die Schüssel wechseln. Da soll es auch ganz schlimm sein. Aber bei Tauben soll das schon... Was? So. Mhm. Gott, oh Gott. Zu viel Information. Ich habe hier übrigens heute früh mit einem Arbeitskollegen gequatscht. Bei uns ist ja Richtung Hamburg der Elbtunnel. Ja. So. Ist ja wieder Stau, wieder von 20 Spuren auf eine. Ja. Ne? Und da habe ich dann heute so zu ihm gesagt, also ich will jetzt nicht mit Al-Qaida anfangen und so weiter und so fort, aber was wäre eigentlich, wenn der gesamte Elbtunnel mal gesperrt werden würde? Also man darf ja nicht vergessen, der Elbtunnel ist ja eigentlich die Verbindung in Richtung Süden. Ja, richtig. Ne? Klar, jetzt über MacPom und so weiter kann man auch fahren, aber es gibt die direkte Verbindung. Wenn du jetzt den Elbtunnel wirklich komplett, der wird jetzt, der fliegt in die Luft oder keine Ahnung, ist total gesperrt. Oder Elbbrücken, noch zusätzlich. Fliegt auch in der Luft, kaputt. Alter. Soll ich dir was sagen? Ja. Jedes Mal, wenn wir vor dem Elbtunnel von hier aus oder von der anderen Seite aus im Stau stehen, kommt immer der Spruch von meiner Uschi, womit sie hundertprozentig recht hat, ach, die A20 brauchen wir also nicht.
Weil es ist ja so, die A20 ist ja die, die den Elbtunnel, die Elbfähre hinten bei Glückstadt und alles entlasten soll. Ja. Weil alle Leute, die dahin wollen, ja auch durch den Elbtunnel fahren und dann nachher abbiegen. Ja. Oder bei, auf der A23 abbiegen. So. Und das ist genau das, was ich sage. Es ist, und jetzt lass sowas passieren, wie du sagst, und dann ist hier die Hölle los. Dann ist Chaos. Naja. Tja. Ist, wie es ist. Prost. Ja, ich hab gedacht, du fragst nie, ey. Verdurst hier schon, ist ja so warm. Bräuchte ja den Hoodie ja nur ausziehen, aber ich bin zu faul. Nee, mach mal nicht. Ich hab auch was davon. Ich sehe dem immer so dick aus, ne? Aber in Wahrheit bin ich viel dicker. Ah! Oh Mann, ey. Alter, das ist alles auf Band, ne? Echt? Ah, jetzt gucken dann aber viel mehr Leute und wollen die Bestätigung. Ja, dann los. Hm. Achso, ich soll ausziehen? Nee. Hast du ein paar Flachwechsel für Witze? ja, in der Tat. Ich weiß einen. Ja? Ich weiß einen vor. Daniel wollte irgendwann mal Stadtland Vollpfosten machen. Der war echt flach. Der war flach, ne? Gut, jetzt leg los. Ich habe auch einen zuvor, bevor ich die jetzt vorlese, die ich habe. Ne? Steht ein Schwein vor der Steckdose und sagt, Kaross, du feige Sau. Der ist echt schon alt, ne? Ja. Okay, ich fange mal an. Könnt ihr mir sagen, warum euer Hund immer in die Ecke rennt, wenn es klingelt? Ja, ist ein Boxer. Ich musste mir den echt zweimal durchlesen, ne? Oh Gott, ist das schlecht. Hast du den gleich echt verstanden? Ja, natürlich. Alter, ja. Ja? Logisch. Ich muss mir den zweimal durchlesen. Alter. So einen ähnlichen hatten wir beim letzten Mal auch schon mit, ich glaube, Milch. Meine Uhr ist runtergefallen. Na und? Dann hebst du doch wieder auf. Geht nicht, ich habe kein Urheberrecht. No. Ich habe heute ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Oh Gott. Ist schön. Gehen zwei Zahnstocher durch den Wald, kommt ein Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Oh, das ist so flach. Das ist so flach. Alter Schwede. Schatz, wie heißen nochmal die Gebäude, die geschützt werden müssen? Er, denk mal. Sie, ja mach ich komm nicht drauf. Oh Mann. Ha, kommt die letzten. Kommt ein Mann in die Apotheke. Ich hätte gerne einmal Zyankali, sagt der Apotheker. Guter Mann, das ist nicht frei verkäuflich. Der holt der Mann ein Foto von seiner Frau raus. Oh, sie haben ein Rezept. Oh, ist das ist nicht nur schlecht, das ist auch böse. Ja. Alter, geil. Alter Schwede. Apropos Elbtunnel. Ja. Elbtunnel impliziere ich ja immer Stau. Ist so, mach ich dir schon mal. Ich habe mir mal echt Gedanken gemacht. Das, oder das zu ist, flach. Ist ja nur in der einen Sache, nicht nur in der einen Sache so, aber dieser Stau erinnert mich immer ganz grob, wenn ich an irgendwelche Kreuzungen fahre. Und jetzt mal nicht normale Kreuzungen, ich sage jetzt mal eine T-Kreuzung oder sowas. Aber gerade hier im Dorf, ich will raus. Und ein Dorf ist klein, kaum Verkehr und allem und dran. Aber wenn ich an diese Kreuzung fahre, kommt rechts ein Auto. Links ist frei. Dann wartest du, bis das Auto vorbeifährt. Willst losfahren, kommt links ein Auto. Rechts kommt aber keins. Wartest du also wieder. Willst wieder losfahren, kommt wieder rechts ein Auto, links kein Auto. Ja. Und das geht gefühlt Stunden. Von welcher Kreuzung redest du? Hier vorne. Hier vorne. Ist genauso. Genauso geht es mir hier auch. Da sage ich immer, Alter, was ist hier los? Jetzt, gerade weil ich hier stehe, und du bist ja auch der Einzige, der an dieser Kreuzung steht. Ne? Und weißt du, das Phänomen ist, dass die Kreuzungen, die so schlecht einsehbar sind, wie die hier vorne, da passiert dir das. Bei normalen Kreuzungen, da ist alles gut. So, das ist alles nicht schlimm. Ja. Und riesige Kreuzungen, das ist auch wurscht. Aber hier stehst du und du stehst und du stehst und nichts passiert. Und ich finde es immer so geil, wenn du das dann doch irgendwann wagst, weil du musst ja irgendwann los, dann wird gehupt und gedrängelt und so. Also das habe ich schon so oft erlebt. Ein Scheiße. Ja. Naja, das ist ein geiles Phänomen. Jetzt sind wir beim Thema. Ja, hast du auch sowas? Ich habe... Wo wir gerade bei Kreuzungen sind. Ja. Natürlich habe ich auch etwas. Sehr schön.
Kennst du das? Du fährst durch eine Stadt. Kenn ich. Du siehst am Horizont eine Ampel. Ja. Und die ist grün. Ja. Und du fährst 50, vielleicht 60. Manche trauen sich ein bisschen schneller. Und sie ist die ganze Zeit grün. Mhm. Und sie ist immer noch grün. Und sie ist, und in dem Moment, wo du da bist, schaltet sie auf rot. Vorher natürlich gelb, so, ja, ja, aber logisch, nur klar. Kurs. Ja. So. Also es ist immer so. Und niemand, keine Sau steht, das kommt noch dazu, es ist dieses Phänomen, dass du dann definitiv anhalten musst, weil du weißt ganz genau, was kommt. Und dann kommt von links und rechts ja niemand. Ja. Es ist rot, völlig sinnlos. So, die zwei Phänomene. Ich hab dieses Phänomen habe ich auch sehr oft gerade mit dem LKW, wo du dann da sitzt und sagst, das ist schon so lange grün, das muss gleich rot werden. Und du fährst dran und nimmst schon den Fuß vom Gas schon gefühlt einen halben Kilometer vorher, weil du hinten Ware drauf hast, ne? So, und das wird nicht gelb und es wird nicht gelb. Und dann sagst du irgendwann, sagst du im Kopf, so, jetzt kannst du weiterfahren und gibst und wieder Gas und in dem Moment wird es gelb. Ja. Und dann, finde ich, ist es so, es gibt mittlerweile auch schon unterschiedliche Gelbphasen. Ja, also genau, von der Zeit her. Ja, genau. Ne, das heißt, du weißt ja auch nicht, ist da jetzt eine Kamera drüber, die dich blitzt? So, obwohl das wie ja lang? Eigentlich laut StVO vorgeschrieben ist, dass das so und so viel, ich weiß nicht, 2 Sekunden oder eine? Wie? Ja, du darfst 1 Sekunde rot. Nein, ich meine die Gelbphase. Ach so. Ach, da gibt's. Angeblich ist das vorgeschrieben. Deswegen wundert mich das ja auch so, dass es das so unterschiedliche Gelbphasen gibt. Okay. Aber ja, es ist genau so, wie du sagst. Jetzt gibst du Gas. Selbst wenn jetzt gelb und in dem Moment wird es dann gelb. Ja, so. Und dann sitzt du da und dann der erste Gedanke, den ich habe, ist von wegen, oh Gott, ist da ein Blitzer? Blitzer. Ist da ein Blitzer genau. oder sowas in der Art? Weil du hast, man muss sich das ja auch vorstellen, mit dem PKW ist es ja schnell zu bremsen, dann bremst du halt mal. Aber auch hinten, da geht es einem so. Das ist. Also, ja, aber ich habe halt auch, wie gesagt, dann immer so das Gefühl, Ware hinten drauf. Und wenn du jetzt in die Anker gehst, verschiebt sich da hinten alles, ne? Ja, das ist wirklich so. Oh, und das ist jedes Mal. Also das ist wirklich tagtäglich jedes Mal. Und ich sag mal, selbst wenn kein Blitzer ist, jetzt hier in Krieg. Was? Ich wollte den Satz beenden. Nein, aber selbst wenn kein Blitzer an dieser Kreuzung ist, du weißt es, hier in Kaki, da gibt es aber eine Kreuzung, das ist die Polizeikreuzung am Bahnhof. Ja. Da bist du dir ja auch nie sicher, ob da einer steht und guckt. So. Ja. Also, es ist genau das Gleiche. So, zack, der kommt dir hinterher. Naja, ich weiß nicht. Also das finde ich... Ja, das ist aber, das stimmt. Ja. Das ist definitiv ein Phänomen, dass das komischerweise, du hast immer das Gefühl, der wartet auf dich. Na komm doch. Und wenn der dann merkt, du nimmst Geschwindigkeit auf, gelb. Zack. Ja. Als wenn einer mit dem Knopf sitzt, so in so einem Kontrollzentrum, weißt du, der hat nichts weiter zu tun. Und dann, So wie bei Fast and Furious, wenn wir dieses Nitro oder dieses Lichtgas einspielen, gegeneinander und dann jedes Mal, in jeder Szene, sagt der andere dann, zu früh. Ey, ja, stimmt. Gedrückt, zu früh. Und genau so dieser Typ, der an der Gelbampel sitzt. Ah, ja. Zu früh. Ich finde auch ein weiteres Phänomen sehr, sehr krass, ist mit dem Regen. Und das ist mir oft aufgefallen, dass man irgendwo immer ins Fettnäpfchen trifft, was Regen betrifft. Ich fange mal auch wieder mit Arbeit an, wobei es natürlich auch privat gewisse Situationen gibt. Aber auf Arbeit, ich fahre ja nur sehr viel von A nach B. Und in dieser Zwischenzeit ist gar nicht mal die Sonne draußen, sondern es ist halt normales Wetter. Sondern fange ich aber an, abzuladen. Und es ist nicht immer überdacht. Und wenn sowieso dann Regen vorhergesagt ist oder eine Regenwahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent, fängt es in dem Moment, wenn du ankommst, plötzlich an zu regnen. Ob es nur Niesel ist oder richtig schüttet, ist ja erstmal wurscht. Aber das ist auch so ein Phänomen, wo ich gesagt habe, ey, sag mal, kann es nicht regnen mal, wenn du im LKW sitzt und wenn du aussteigst, ist der Regen weg? Nein, es ist immer andersrum. Guck mal, das sagst du. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit schlägt ja irgendwann zu. So, und das tut sie ja in dem Moment, dass sie eben so zuschlägt, dass es dich nahezu immer oder zumindest so oft erwischt, dass du das Gefühl hast, es ist immer so. Ja, das ist auch nur wegen dir. Also du nimmst das ja immer persönlich dann in dem Sinne, ne? Genau. So von wegen, warum passiert dir das jetzt so hier, ne? Die ganze Zeit sitzt du dann da drin. Guck mal, du fährst täglich. Ja, ja, genau. So, mir geht's so, und da gebe ich dir, ich unterschreibe das und mache einen Haken hinter. Ja. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann musst du ja das Auto packen oder wieder, also beladen oder entladen. Und immer beim B- und beim Entladen regnet es. Ja. Ist egal, weil ich habe das ja selber ich meine, ich kann ja packen, wann ich will. So. Aber genau dann, wenn ich es mir vorgenommen habe, wann das Zeitslot so, dann regnet es. Ja. Und beim Entladen sowieso. Wir biegen hier nach Nützen rein und hier regnet es ja nie.
Ja. Aber wenn wir ausladen müssen, fängt es an zu regnen. Ich habe das letztens beim Fußball gehabt. Ne? Also das ist jetzt zum Beispiel auch so ein privates Beispiel halt. Ja. Du sitzt den ganzen Tag da und es regnet nicht. Es wurde Regen angesagt, aber den ganzen Tag regnet es nicht. Und dann machst du dich fertig abends zum Fußball und denkst dir, Alter, jetzt, ja, es wird nicht regnen. Natürlich nicht. Und packst dir natürlich jetzt keine Regensachen an, keine langen Sachen an, nichts, kein, ne? Und fährst los. Und du kommst auf den Sportplatz und es fängt plötzlich an zu schütten. Ja, ja. Und dann stehst du da in deinen kurzen Klamotten, also bibbern, 90 Minuten lang und es schüttet. Die Jugend, die freut sich. Ne? Also wir trainieren ja die B-Jugend, ja, und 14- bis 16-Jährige sind das und die trainieren und die freuen sich und Männer und tralala, ja, und ne, wir trotzen dem Regen. Aber du stehst als Trainer halt da und ja, verweicht dich innerlich und sagst dir, Alter, muss das sein? Du hast dein Regenkiep nicht mit und nicht jetzt. Ne? So, und just ist das Training vorbei. Bam. Würdest du dich, das bringt mich auf eine Frage, sowohl beim Training als auch beim Spiel mit dem Regenschirm hinstellen? Nein. Beim Fußball? Nein. Das passt nicht. Ne? Nein, das passt. Weil ich das in der Bundesliga immer mal sehe, so dass die mit Regenschirm. Ja, einige machen das. Und das finde ich irgendwie, das passt nicht so. Nee. Also entweder Kapuze, ja, ne, oder halt Basecap. Viele haben ja auch ein Basecap auf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich der Basecap-Typ bin. Ich habe mir noch nie getraut, ein Basecap aufzusetzen. Ich habe da noch nie Feedback gekriegt, von wegen sieht scheiße aus oder nicht. Es gibt ja so diese typischen Leute, die, ja, aber es macht, die können alles aufsetzen. Bei dir, also insofern. Was? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Das macht keinen Unterschied, habe ich gesagt. Aber ist egal. Ja. Nee, aber wie gesagt, also Kapuze und dann, ja, das macht man nicht als Trainer. Also das, ja, sieht, nee, echt, nee, genau, das, ne, das ist komisch, unmöglich aus. Aber hatte ich tatsächlich auch als zweiten Punkt sogar. Okay. Unglaublich. Das, ja, ich hatte ihn als zweiten Punkt. Ja, ich hatte ihn, ach echt, du hast ihn als, nee, ich hatte ihn als zweiten Punkt. Ja, ja, siehst du. Hattest du ihn als, du als zweiten? Ja, gleich nach dem ersten hatte ich ihn. Das ist ein Ding. Also der erste kam vor dem zweiten bei mir. Ja, dann nimm doch jetzt einfach den dritten. Nimm doch den zwei nach dem ersten. Oh, genau. Das Ding ist auch so ein typisches Ding. Egal wie, in welcher Situation, ich suche mal ein Beispiel raus. Du rufst bei der Bank an, weil du etwas klären möchtest mit der Bank, irgendwie, weil deine EC-Karte gesperrt ist oder irgendwas mit deiner Überweisung nicht stimmt. Und da ist immer besetzt. Ja. Und das ist aber wichtig. Du brauchst die scheiß EC-Karte. Nur als Beispiel. Es gibt tausend andere. Und du kannst dir so einen Rückruf einstellen. Ja. Und du wartest auf diesen Rückruf. Du wartest darauf und der ist ja wichtig. Ich meine, ja, wenn du da nicht rangehst, dann kannst du irgendwann wieder bei der Bank, landest in der Warteschleife für eine halbe Stunde. So. Und du wartest. Du sitzt dann da und dann fängst du an, pinkeln zu müssen. Und du sagst aber, wenn ich jetzt auf Klo gehe, dann kann ich ja nicht rangehen. Also wartest du weiter, dann musst du mal scheißen. Dann musst du jetzt aber, irgendwann musst du ja auf Klo gehen. Und sag ich mal, nach anderthalb Stunden gehst du dann auf Toilette und genau in dem Moment rufen die zurück. Da sagst du was, das ist definitiv, den Punkt habe ich zum Beispiel nicht, aber es ist krass, da hast du genau den Punkt getroffen. Ja, ja. Du gehst kurz mal um die Ecke und dann... Und das muss ja gar nicht, das kann ja auch irgendwer anderes sein, wo du definitiv mit dem was klären willst. Und das ganz wichtig ist. Ja. Genau das ist genauso enttäuschend und ich weiß nicht, warum ich gerade darauf komme, das ist genauso enttäuschend, wenn du auf ein Paket wartest und du nimmst sogar einen halben Tag frei, damit du das mitkriegst. Und du wartest und wartest und es klingelt den ganzen Tag nicht. Und dann gehst du irgendwann 18 Uhr runter und sagst dir, ey, was ist denn los? Und guckst im Briefkasten und dann, sie waren nicht angetroffen oder sie wurden nicht angetroffen. Ja, das sowieso. Und du sagst, Alter, genau, dein Ernst oder was? Und dann einen halben Tag verdattelt. Genau. Ja. Aber genau das ist es. Ne? Du sitzt und sitzt und sitzt und verdrückst dir alles und dann gehst du und sagst dir, es wird ja nichts passieren. Und dann sitzt du auf Klo und das klingelt. Und es klingelt. Ja. Wobei es heutzutage natürlich auch schnurlose Telefone gibt. Die kannst du ja mitnehmen. Ne? Ja, das geht. Aber wenn du sagst, machst ja nicht. Wollen sie die Überweisung wirklich? Ja, möchte ich. Das also klingt schon komisch, finde ich. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber so WhatsApp und so weiter auf Klo, da haben schon manche Leute, sitzt auf Klo, jo, okay. Ja, es ist wirklich. Ja, das nennt sie Attacken. Aber wenn du mit einem Service-Mitarbeiter redest und nebenbei strullt das doch scheißegal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? Aber nee, aber du hast recht. Genau, hättest du sagen können, was rufen sie denn jetzt erst zurück? Jetzt musste ich scheißen, Alter. Ja. Ne? Ja. Das stimmt, das ist krass. Wahnsinn. Egal. Ja. So, Prost. Ich hab. Ja. Gut, dann prosten wir mal erst. So. Ah, wow. Ist auch so ein Phänomen. Auch so ein leiser Prost, ne? Die Flasche wird immer leerer. Zum Glück können wir sie wieder voll machen. Ich habe auch das Gefühl, du kannst Flaschen kaufen, klein, groß, die werden immer gleich schnell leer. Da ist nie was drin. Jedenfalls nicht genug. So. Schon merkwürdig.
Die werden vor allen Dingen irgendwann leer. Ja. Wenn man sie trinkt. Ja. So. Ich hatte mal, oder beziehungsweise hab's ja öfter, du fährst halt mit dem Auto, siehst Kolonne, langsamer Traktor, Landstraße, lange Geradeausstrecke, die PKWs vor dir ziehen alle vorbei, ziehen vorbei, ziehen vorbei. Ich gehe natürlich wieder auf dem LKW, ne, aus, oder vom LKW aus, und dann kommst du ran. Und dann siehst du so, du hast dann 500 Meter vor dir und willst, aber da ist eine Kurve, traust dich natürlich nicht. Setzt an, kommt ein Auto. Ja. Brichst ab. Ja. Setzt wieder neu an, kommt wieder ein Auto. Brichst ab. Hinter dir siehst du dann die PKWs immer schon rausscheren, gucken, ne? Du kommst nicht zum Überholen. Ja. Dann ziehen die PKWs an dir vorbei, dann wartest du wieder, bis die dann halt quasi an dem Traktor vorbei sind. Willst du wieder ansetzen? Kommen wieder Autos von vorne. Und dann immer dieses, ob so über einen Hügel, so weißt du, die kommen dann so auf dem Hügel hervor, so, ne, und, oder Kurven. Du willst immer und in dem Moment kommt ein Auto. Und das dauert auch so gefühlt Stunden, bis du endlich mal diese Lücke hast, wo du dann endlich in Ruhe. Kann ich verstehen, weil, aber ich kann es ja selber nicht nachvollziehen, weil ich kein LKW fahre. Ja gut, aber als PKW, als, ja gut, dann ich kann das aber nachvollziehen, weil ich sehe es ja auch. Ich bin ja einer der PKW-Fahrer, der den LKW mit überholt, weil er die Schnauze voll hat und weil ich weiß, dass der das nicht mehr schafft. Ah ja, genau. Und du willst dann überholen, dann kommt von hinten einer, dann musst du wieder rein. Zack, so. Das ist so. Kannst du nicht ausbremsen und sagen, ich bin dran. So ähnlich ist es ja, na nicht so ähnlich, aber auch mit dem Überholen, dass wenn Kurven sind, nie was von vorne kommt, aber bei geraden Strecken kommt ständig was von vorne. Es ist ja so ähnlich. Richtig. So. Und dann kannst du mit dem PKW auch nichts machen. Ja. Das habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben, aber das ist genau so ein Punkt. So. Und ich stelle mir das mit dem LKW eigentlich noch schlimmer vor, weil du brauchst ja, also ich meine, du bist ja wirklich deutlich schneller als so ein scheiß Trecker. Und das Zeit ist ja Geld bei dir. Ja. Und wenn du das dann nicht schaffst, Das Problem ist natürlich wiederum, bist du leer oder bist du voll? Ja. Ne? Ja. Also brauchst du dann länger? Heute hole ich rechts. Genau. Und das musst du ja berechnen vorher. Ja. So, und es gibt nichts Schlimmeres, als wie du einen Überholvergang mit dem LKW abbrechen musst, weil du es einfach nicht schnallst. Ja. So, und ich finde auch gerade in der Phase, gut, jetzt hat sich das zum Ende der Woche hin so ein bisschen ausgeglichen, aber ich hatte am Montag, Dienstag so das Gefühl, die Leute, die einen Traktor fahren, haben nicht so, wie wir es früher kennen, dass du mal in den Rückspiegel guckst, oh, jetzt hast du so 10 Autos hinter dir, jetzt fährst du mal an die Bushaltestelle oder sowas. Ja, dann lässt ja vorbei. Du was an. Ja. Ich hab das Gefühl, die kennen das heute nicht mehr. Nee, ganz selten, ist ganz dass schlimm. Da mal einer mitdenkt. Ne? Ganz schlimm. Das hatten wir tatsächlich auch vor kurzem. Und das sind mindestens, also Richtung Segeberg, und der ist bis Segeberg durchgefahren. Ja, das ist ja grauenvoll. Und ist nicht zur Seite gefahren. Das waren 3 Kilometer Stau, sich bewegender Stau, aber Stau hinter dem Traktor. Auf Rügen habe ich das mal erlebt, da war das so ähnlich, da waren es 1,5 Kilometer, so geschätzt, und dummerweise war in diesem Stau die Polizei, die sind rausgeschert und haben den rausgezogen, Strafzettel verpasst, weil die gesagt haben, so das macht man nicht, das gehört sich nicht. Also ich finde, gebe ich dir recht, das ist Anstand. Vorausschauende Fahrweise. Du kannst die Leute doch mal vorbeilassen, das geht doch gar nicht, die werden doch dahin verrückt. Ja, oder die sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie sagen, ich bin ein Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs und ich darf hier fahren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die Traktorfahrer, die Landwirte sagen, ohne uns würdet ihr sowieso kein Essen bekommen, also lasst mich gefälligst hier fahren. So. Ja. So ja, dieses, gut, das dieses könnte dann aber... Du wirst so gallig, wenn du bist Segeberg, und das sind immerhin normalerweise 30 Minuten, da waren es 45, du wirst gallig dahinter. Ich sehe gerade, unsere 20 Leitungen blinken gerade auf und da sind alles Landwirte gerade. Ja, ist mir egal, dann sollen sie mir was anderes sagen. Ich diskutiere gern, aber das ist doch nervig, oder? Ich verstehe dich da, voll und ganz. Es ist ziemlich krass. So, egal, aber über Fahrradfahrer habe ich auch schon hergezogen. Bin ich schon hergezogen. Ja. Genau der gleiche Scheiß. Ich habe auch noch was Schönes. Was? Kennst du das? Das ist auch so ein Phänomen. Mhm. Meistens habe ich das am Wochenende. Du guckst irgendeine Sendung, vielleicht abends noch vom Fernseher, einem Musiksender oder YouTube, ein schönes Lied, und dann hast du einen Ohrwurm. So, ganz normal. Du hast einen Ohrwurm bekommen. Und gehst mit diesem Ohrwurm ins Bett. Und ich habe das also sehr häufig, gehst du nachts pinkeln und hast diesen scheiß Ohrwurm immer noch im Kopf. Noch nachts. Okay. Und dann stehst du morgens auf zum Zähneputzen, machst das Radio an und dann läuft genau dieses Lied.
Weißt du, wie häufig mir das schon so gegangen ehrlich? Ist? Ja. Ja, das kenne ich, also das liegt aber daran, dass ich morgens zumindest zu Hause kein Radio höre. Nee, mache ich normalerweise auch nicht, aber am Wochenende. Das so, kenne ich nicht. Ja. Das ist, es ist so häufig schon passiert. Aber dann ist der Ohrwurm raus, weil dann irgendwie ist es, ja. Man müsste nachts das mal anmachen, dann kann man ein bisschen schlafen. Krass, aber dass du nachts aufstehst und den Ohrwurm immer noch hast, das ist heftig, ne? Wahrscheinlich bin ich dazu müde zu, dass ich einschlafe und dann wirklich tot. Ja, ich stehe eher eine Stunde früher auf und fahre dann und zu Hause. Das nicht. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ach, ein Drecksphänomen, ja. Das ist krass. Was ich festgestellt habe ist, und das weiß ich nicht, ob das an mir liegt oder ob das halt mehrere Leute passiert, ich find's immer krass, dass du morgens so, auch während der Fahrt, ich bin unterwegs und der Kaffee ist alle und den möchte ich nachschenken. Jetzt habe ich ja meine Thermoskanne dann auf dem Dings, auf dem Armaturenbrett zu stehen, die ist so eine Breite, also die kann da auf dem Tisch so stehen. Und du hast mir, ich muss ganz kurz, du hast mir schon mal gesagt, aber ich habe es vergessen, wie viele Liter sind da drin? Einer, anderthalb oder wie viel? Nein, muss ich jetzt lügen, sind da, was sind da drin? Drei? Drei Liter? Drei oder zwei. Also ich vergleiche das jetzt mit einer 1,5 Liter Flasche, vielleicht auch bloß zwei. Das ist halt so eine Thermoskanne, ne? So, ja. Die ich in der Küche zu stehen habe. Was sind da drin? Zwei? Muss ich mal probieren. Zwei Liter? Also mit einem Messbecher. Würde mich mal interessieren. Ja. Egal. Ja, na, auf jeden Fall ja. Willst du dir Kaffee einschenken. Und anstatt du wirklich mal wartest, bist du halt, ich sag jetzt mal, auf der Autobahn bist oder sowas in der Art, da hast du ja keinen Durst auf der Autobahn. Da fährst du geradeaus und entweder hast du dann noch Kaffee im Becher oder wie auch immer, aber der Kaffee ist jetzt alle und du kommst dann in die Stadt rein, wo dann Huckel kommen. Und anstatt du auch wirklich wartest, bis diese Strecke wieder glatt wird, hast du dieses innere Bedürfnis, und das meine ich als Phänomen, dieses innere Bedürfnis, du willst jetzt den Kaffee einschenken und du kannst gar nicht anders. Die Motorik lässt dich zu dieser Kanne greifen und dann wippst du mit diesen coolen, ne, die Cuxhavener Straße, wenn du Richtung Buxtehude fährst, ist so, das geht ja immer nur hoch, runter, wuh, wuh, wuh. Und du sitzt da und du willst dir einen Kaffee einschenken, unbedingt, und dann schunkelst du und ab und zu natürlich, jetzt mittlerweile habe ich es drauf, jetzt warte ich dann wirklich mal die Minute, ne, weil ich weiß, 2 Kilometer weiter ist vorbei, aber das ist mir so oft schon, ne, dann wippst du da mit und du willst und dann geht das vorbei und dann ist es scheiße und ärgerst dich ohne Ende, ne, und wischst dann danach wieder mit meinen Feuchttüchern. Ich habe Babyfeuchttücher, damit ich meine Feucht abwische. Moment, aber die saugen doch gar nichts auf, die sind ja schon feucht. Ja, die ist ja mit dem Küchentuch drüber vorher, mit dem, ne? Ach so. Ja, und danach wieder, dass das wieder. Das heißt, deine Fahrerkabine stinkt so oder riecht schön nach Babypopo? Das finde ich ja, ist ja toll. Riecht doch nicht nach Babypopo. Doch, nach frisch abgewischten Babypopo. Die sind doch nicht benutzt, die sind doch neu. Ja, aber die riechen doch genauso. Hab ich doch benutzt. Nach Babypopo. Du hast die. Aber das im kleinen Rahmen. Wenn wir im Urlaub sind oder in den Urlaub fahren, wir fahren ja auch häufig nach, was weiß ich, Österreich. Und du hast ja auch, es ist, die ganze Autobahn ist toll, ganz glatt. Und dann sage ich zu meiner Uschi, kannst du mir bitte einen Kaffee eingießen? Und genau dann, geht's los. Ich warte kurz. Oh, und es ist, das ist so wie, ach, du isst Bonbons, machst mir auch rein und dann, heute noch, heute noch. Oder die Hand immer schon so hinstreckst und dann so, ja, genau. Gib doch mal endlich. Was machst du denn da? Ne? Nee, nee. Das war früher bei den Lollis. Heute ja auch noch. Diese die Lollis. Kriegst die kriegst du nicht auf. Mittlerweile musst du unten am Stiel das einfach nur drehen. Ja, das Papier. Hast du das mal hingekriegt? Dann löst sich das so ein bisschen, ja. Nicht immer. Ja. Aber da muss man echt mal an die Leute, die das herstellen, die Maschinen, die muss man mal umprogrammieren. Das geht doch nicht. Überall sind immer diese grünen und roten Laschen, wo du dann ziehen kannst. Ja, so, weißt da du, nicht. Öffnen kannst. Ja. Da nicht? Nee. Warum nicht? Ja, du kannst dich verarschen? Nicht, du kannst die Lollis ja auch nicht irgendwo reinstecken, wo es feucht ist, damit sie auf. So, was wollte ich jetzt noch? Was? Was? Was guckst du denn gerade? Ein Phänomen von früher. Ja. Man schreibt ja heutzutage keine Postkarten mehr so richtig, ne? Also, wenn man Postkarten schreibt, dann macht man das. Wir zumal machen das was mit einer ist App. Das? Genau, wir machen das mit der App. Da kannst du ein Bild hochladen vom Handy und kannst deinen Text eingeben und dann wird das irgendwo in Deutschland gedruckt und wird das dann in die Richtung geschickt, egal wo du auf der Welt bist. Total geil, bezahlst ein paar, 2 Euro oder sowas. Früher war das ja so, dass du dir eine Postkarte von dem, was du gerade besucht hast, was weiß ich, wenn du in Paris warst, Eiffelturm, dann hast du dir eine Postkarte vom Eiffelturm, Briefmarke dazu gekauft.
Adresse rauf. Liebe Oma. Und immer, es war immer so, dass du entweder zu groß angefangen hast oder zu klein. Also entweder hat der Text, den du schreiben wolltest, nie raufgepasst oder du hast so klein geschrieben, dass du nicht mal wusstest, was du schreiben solltest. Ging dir das auch so? Ich kenne das Phänomen, dass du ganz normal angefangen hast zu schreiben und du hast plötzlich gemerkt, der Platz reicht nicht mehr. Ja, genau, das meine ich damit. Immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und, dann so und immer schiefer auch. Ja, ja, genau. Und dann schreibst du am Rand so hoch. So. Ja, nochmal ganz kurz die letzten Worte so. Oh. Ja, das kenne ich auch. Das ist auch ein schönes Phänomen. Aber das kennt man heutzutage gar nicht mehr so richtig. Ja. Ja, na, Postkarten schreiben, wer macht das noch? Ich habe meine Kinder immer mal gezwungen, da waren sie noch ein bisschen jünger, heutzutage machst du das nicht. Schickst du eine WhatsApp. Ha, ha, ha. Ja. Ist ja so. Ja, gut, bei Omas ist das ja immer so eine Sache. Manche können die das twittern. Nicht. Genau. Ey, Oma, komm mal auf Twitch, Alter. Ja. Ne, die Oma sagt zu dir, zu dem Enkel. Also, warum bist du nicht auf Twitch? Ja. Krass. Ich will jetzt gar nicht wieder mit Wasser anfangen oder mit Kaffee oder wie auch immer, aber ich hatte auch mal öfter schon das Phänomen, dass ich in Vorbereitung manchmal gesagt habe von wegen, nee, wenn ich morgen früh Kaffee koche oder wie auch immer oder ich gehe morgen früh nochmal duschen oder wie auch immer, das reicht. Und dann kommst du morgens früh hin und dann ist das Wasser weg. Wo du sagst, hättest du mal gestern Abend. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aber in Bezug auf, ich wollte jetzt nicht wieder mit Kaffee anfangen, aber in Bezug auf Kaffee zum Beispiel. Ja. Na, es ist. Ja, kenne ich aber auch. Aber das ist eine Geschichte, die gibt es nicht nur mit Wasser und so weiter, die gibt es ja zum Beispiel auch mit, was weiß ich, mit Internet. Das Internet ist weg. Ja, ja. Du willst irgendwas ganz Wichtiges schnell mal eben bestellen, weil du es übermorgen brauchst. Und in dem Moment geht das Internet nicht. Richtig. Oder die Seite ist kaputt. Ich auch, ja. Oh, heute schön aufnehmen oder wie auch immer. Ja, und dann mal, genau oder die Serie gucken auf Dings. Und du hast nur diese 2 Stunden und du kommst nach Hause und dann willst du anmachen und weg. Ja, vor allem der passiert dieser unwahrscheinliche Fall. Ich meine, wann ist schon mal Wasser weg? Oder wann ist schon mal Internet weg? Heutzutage ist es ja so selten geworden. Früher war alle 2 Tage Strom nicht da zu DDR-Zeiten. Das gibt es ja gar nicht. Aber weißt du, was ich auch festgestellt habe? Früher gab es die Information. Da hast du einen Briefkastenzettel gehabt, voraussichtlich. Na, es sei denn, es war Sturm oder irgendwas anderes. Zu DDR-Zeiten waren die Überleitungen immer gerissen. Aber jetzt will ich mal gar nicht mal weitergreifen. Kriegst du für diese ganzen Internetausfälle und so weiter mal irgendwann eine Ermäßigung? Nein. Und das ist wenn man sich das manchmal aufschreibt, ne? Wo mal was wegbleibt. Wenn wir damit anfangen, dann kriegen wir eine Stunde voll, weil da könnte ich mich auch aufregen. Das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja, ich meine, die können sich hier immer rausreden, ja, da können wir nichts für. Das ist doch scheißegal, das ist doch deren Leitung. Das ist wie mit Telekom, die ja hier auch so, wie sagt man dazu, ein Monopol oder tralala, genau. Wo die machen können, was sie wollen. Das ist, also das wäre, als wenn ich auf Arbeit sagen würde, wenn ich 2 Stunden zu spät die Software abliefer, ja, mein Rechner, der ist so langsam hochgefahren. Ja, ist so. Ja, da kann ich ja nichts für. Ja. Ich hab verschlafen, oder kann ich ja nichts für. Ja, genau. Das ist krass. Ja, okay. Aber auch schon festgestellt, eher etwas seltener, aber ja, immer dann, wenn man es nicht braucht. Im kleinen Rahmen, wenn. Müsste Olli gewesen. Ja. Im kleinen Rahmen, wenn du auf Papier so ein Formular, so ein DIN A4, irgendwie ausfüllen musst mit deinem Namen, Adresse. Und beim Arzt zum Beispiel, wenn du einen neuen Arzt hast, dass es immer Felder gibt, die zu klein sind, wo du zum Beispiel eine Adresse eingeben musst, wo du das definitiv niemals reinpassen kann. Das ist auch so ein Phänomen. Was soll sowas? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja. Ist krass, oder? Und dann schreibst du so klein, dass sie es sowieso nie lesen können, oder? Ja. Das fiel mir du auch weißt, dass das eigentlich egal ist. Das wird abgeheftet, ja. Weil sie es sowieso einfach nur so brauchen. Sondern gar nicht zur Kontrolle, um da was nachzulesen. Ne? Ja. Ich habe einmal, und gerade weil ich das jetzt gerade sage, dass das keiner kontrolliert, wir haben ja diese Monatsendchecklisten bei uns. Da werden dann die LKWs von uns Fahrern geprüft. Das ist ja jeden Ende des Monats. Okay. So, und dann musst du dann die Mängel eintragen, ob du Mängel hast am LKW, neue Mängel hast und so weiter und so fort. Und das machst du jeden Monat. Und wenn dann irgendwas nicht repariert wird, weil du weißt, das wird nicht repariert. Also es gibt halt Schäden, die werden einfach nicht repariert. Wenn du eine Beule im Anhänger hinten drin hast, das wird nicht repariert. Ja, weil das ist ja fahrtüchtig und. Ja, genau. Ja. So. Ja, klar. Und dann fängst du irgendwann an, nach 3-4 Monaten hinzuschreiben, wie Januar 2021 oder so. Ne? Ja, genau. Oder so. Und beim letzten Mal habe ich hingeschrieben, aber wirklich bewusst, um herauszufinden, ob die das überhaupt lesen,
ist doch scheißegal. Und ich habe tatsächlich einen Anruf gekriegt. Echt? Was ist scheißegal? Und ich so, naja, das war nur schön, dass du es gelesen hast. Also man kennt sich untereinander. Ne? Ja. Und der technische Verantwortliche, ja der das geil. Dann prüft. Und da wollte ich das mal so ein bisschen rauskristallisieren. Aber, ja. Aber ist ja am Ende ein gutes Zeichen, dass das denn doch gelesen wird. Ja, oder? Ja. Oder das war stichprobenartig und das ist zufällig gelesen auffällig, worden. Auffällig, weil da oben, ich habe ja noch etwas größer geschrieben in diesem Feld. Ja, das ist okay, ja so, okay. So eine halbe Seite, ist dieses ja. Feld für Mängel. Und da habe ich ja richtig groß reingeschrieben. Ist doch auch scheißegal. Ne? Oder interessiert doch sowieso keinen, habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja, ist schon krass. Ich habe noch einen. Ja, ich weiß zwar, das gibt noch so viele Phänomene, aber einen habe ich noch, was mir jetzt vor kurzem auch widerfahren ist. Ich sitze und sitze und sitze und sag mir, du machst sehr viel über E-Mail-Programme. Also du brauchst zum Beispiel deinen Drucker nicht. Und von daher sind die Druckerpatronen ja auch so schweineteuer. Hm. Wenn die Farbe weg ist, rot, blau und gelb, glaube ich, was du hast, ist es wurscht, solange wie schwarz noch funktioniert. Richtig. Aber ist diese schwarze Patrone alle, sollte man dann so, wenn man den wirklich braucht, kaufen gehen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich immer da gesessen habe und die Farbe ging schon gar nicht mehr und ich war auch zu geizig, da Geld auszugeben. Und dann musstest du plötzlich, weil es per E-Mail nicht ging, was ausdrucken. Und just in diesem Moment ja. ist die Patrone alle ja. und der Drucker funktioniert nicht. Ja. Und dann guckst du auf die Uhr und es ist einfach zu spät, nochmal schnell loszufahren, mhm. um die Druckerpatrone zu kaufen. Und dann fährst du nächsten Tag los und dann gibt es die Druckerpatrone das nicht. Das ist noch das, ja, ja. Oh, so eine Kettenreaktion, ja, ja. die du gar nicht brauchen kannst, wo du sagst, ey, Monate vorher brauchtest du den Scheiß nicht. Ne? Du wusstest aber auch irgendwo, dass die Druckerpatrone alle ist. Also gut, jetzt sagt ein anderer, das ist dann Faulheit. Das ist, hat nichts mit Phänomen zu tun oder sowas. Ne? Oder Bequemlichkeit. Ja, aber ich finde schon, dass das was mit Phänomen zu tun hat. Es ist auch nicht das erste Mal, dass mir das jetzt zum Beispiel passiert ist genau. mit der Druckerpatrone. Ne? Genau. Du siehst die Notwendigkeit nicht und sagst dir, ach naja, komm, eine schwarze Seite schafft er noch. Schwarz ja. hast ja noch. Mhm. Aber just in dem Moment, wo du dann brauchst und hoffst, einmal schafft er noch. Da geht es dann nicht mehr. Und du brauchst dann eine. Das ja. ist vielleicht besser ausgedrückt. Komplett, komplett, kann ich komplett nachvollziehen. Und dann sitzt du da ja. und sagst dir, ey, meine Fresse, jetzt hast du ja. monatelang Zeit gehabt, eine Druckerpatrone zu kaufen, ne? Und krass. Ja, das ist, wir haben ja einen Laserdrucker, das ist aber so ähnlich, der Toner ist auch irgendwann alle. Und man sagt ja bei Laserdruckern, dass du den Toner rausnehmen kannst und schütteln. Ja. Und dann soll das wieder stimmt. gehen. Ja, ja. Genau. Funktioniert auch immer dann, wenn du es sowieso nicht brauchst. Aber ja. wenn du es wirklich brauchst, dann funktioniert genau das nämlich nicht. Das ist so ähnlich. Ja. Also das ja. ist unglaublich. Ich habe noch eins, zwei, wenn du noch Lust hast, obwohl ja, ich schon gerne, denke, gerne, aber ein, gerne. Zwei, ich hole nur die ein, zwei besten raus hier. Ja. Kennst du das Phänomen Küchenrolle abreißen? Du kriegst das nie im Ganzen abgerissen. Ja. Es ist unfassbar. Mega. Egal, wie du langsam, schnell, ja. immer bleibt was übrig. Das ist jetzt mittlerweile auch so bei diesen Behältnissen, ich denke jetzt an Tzatziki, dann gibt es die Haribo-größeren, diese etwas flachen, so 2 Zentimeter breit, die du nach unten brechen musst, ja. damit du den Deckel dann aufschieben kannst, ja, in die ja. entgegengesetzte Richtung, mhm. weißt du? Und du hast diese dieses Plastikstück, ist bei vielen einfach nicht, dass du es runterdrückst und es bricht ab, sondern es geht runter, es bricht nicht ab mhm. und du kriegst den Deckel nicht auf. Und du richtig. Musst dir dann ein Hilfsmittel nehmen oder ja. sowas. Auch völlig das nervig. Ist, das ist genauso wie mit den, na, Joghurtbechern geht noch, aber wenn du so eine Fischdose hast, so mhm. die ganz zum Schluss immer noch hängt, wo du so hin und her wackelst und das spritzt den ganzen alles Scheiß. Voll. Das ist unglaublich. Ja. Ja, ja. Das ist so ein dämlicher Dreck. Also ja. wirklich. Wer lässt sich so... Oder Tüten, die du aufreißt, und die du, wenn du sie aufreißt, definitiv so aufreißt, ja. dass sie so beschissen aufgerissen sind, dass alles rausfällt oder du das nicht rausschütten kannst. Oder ich habe manchmal das Gefühl, Alter. Das entwickeln Leute, die freuen sich schon bei der Herstellung auf die Millionen Leute, hörst du die das? Durchdrehen. Ja, ja. Dieses vielleicht kriegen die auch Geld dafür. Ja. Das so kann beschissen sein. Zu machen, wie es eigentlich nur geht. Ja, die sind, das sind richtige Tütenaufreißtester. So. Ja. Das ist nicht funktioniert. Achselschweißriecher. Ja, ist gut. Reicht. Oh. Genau das, ich höre gleich auf, aber hatten wir, glaube ich, schon mal, egal was, ob das jetzt ein Kopfhörer ist mit Kabel, Stromkabel ist, es ist immer verknotet. Ja. Beide Teile hast du in der Hand. Du holst das auf Rolle aus dem Schrank.
ja. Nimmst den linken und den rechten und es ist trotzdem ein Knoten drin. Wie kann sowas sein? Ja, du wickelst es auch immer ordentlich über die Hand auf. Und bei Kopfhörern ist es ja auch so, diese In-Ear-Kopfhörer sind immer verknotet. Immer. Schnürsenkel. Auch. Mach die Schleife auf. Ja. Ich schaffe das bei 10 Mal aufmachen, mindestens 5-6 Mal, dass ein Knoten da drin entsteht oder sowas. Dann sitzt du dann wieder. Dann mein Uwe auch. Mein Uwe versucht, die Schnürsenkel aufzumachen, immer einen Knoten drin und zieht die auch richtig fest noch, ne? Damit du richtig poolen kannst. Genau. Und dann, Papa, kannst du mal? Auch so ein Phänomen. Bewusst. Döner. Mhm. Fällt immer was raus. Das ist genau das. Fällt immer was. Wenn du reinbeißt, fällt immer was raus. Das sind so eine Dinger. Und damit, ich will damit schließen, weil mehr mache ich jetzt nicht. Das Ganze fällt ja im Endeffekt unter dem Begriff Murphys Gesetz. Das ist mir dabei eingefallen. Kennst alles du fällt Murphys unten, Gesetz? Oder was? Nee. Murphys Gesetz. Pass auf, ich lese dir das mal vor. Ja. Murphys Gesetz ist, das sagt man, so nennt man die Annahme, dass alles, was schiefgehen kann, auch mit Sicherheit schiefgeht. Und das war im Endeffekt ein Ingenieur in den USA, der in den 40er Jahren so eine Studie erfasst hat bei der Luftwaffe, also bei der Army sozusagen. Ist es? Ja, ist Luftwaffe, egal, wie auch immer. Und er stellte mit dieser Untersuchung der Arbeitsabläufe bei der Armee sozusagen fest, dass alles, was falsch gemacht werden kann, in bestimmten Situationen auch falsch gemacht wird. So. Also wenn Hektik auftritt oder was weiß ich. Und so hat sich dieser Begriff Murphys Law oder Murphys Gesetz durchgesetzt. Du kannst dann also immer sagen, wenn du Murphys Gesetz. Die Ampel hast, die dann gelb und dann rot schaltet, ist es Murphys Gesetz. Okay. Das ist der Oberbegriff. Das ist schon krass irgendwie. Also ich denke mal, dass es auch noch reichlich mehr Phänomene gibt. Aber mir ist auch jetzt auf die Kürze der Würze. Es gibt so viel. Eingefallen, was noch irgendwie erwähnenswert. Brauchsgeräte und die funktionieren die ganze Zeit und dann stehen sie aber auch wieder wochenlang und ja, wenn du sie dann. Ja, Motorkettensäge, denke ich gerade spontan. Und dann das brauchst ist, du sie aber so. Und peng. Wobei da habe ich auch das Gefühl, dass sie so gebaut worden sind. Das ist immer so. Egal. Ja. Und da kannst du auch, ich meine, ich habe eine Stiel hier, die ist teuer wie Sau. Ja. Und auch die, du holst sie raus und sie funktioniert erstmal nicht. Dann fängst du an, die auseinanderzubauen. Jedes Mal wieder. Das ist ein Phänomen. Ein Phänomen ist auch, dass mein Bier fast schon wieder leer ist. Deins ist leer. Womit möchtest du denn jetzt anstoßen? Ich geh nach Haus. Rabemö, rabamö, rabum. Hi. Na komm, wir stoßen an. Wen denn? Achso, ja, dann muss es ich mir. Es war schön. Eine Flasche es blunkt ja schon wieder. Meine Güte. Himmel, Herrgott, noch eins. Eins habe ich noch. Treffe ich den Schlitz? Du hast den Schlitz gekorkt. Kurzen Boni heute noch, oder? Wenn du willst, gerne. Gut. Ich mach schon mal hier die Ohren frei. Kürzlich gab die Gräfin Ziegler einen kleinen Tee d'Ensemble, der in allen seinen Teilen zur Zufriedenheit gelang. Nur als eine junge Dame nach der Toilette wollt, macht ihr der Baron einen Vorschlag, den man gar nicht gern wiederholt. Moral: Zu Vögeln auf der Toilette ist gegen jede Etikette.